Moin zusammen und willkommen zurück zu Pokémon Omega Rubin. Im letzten Part ist Jördis durchgedreht. Sie hat im Raumfahrtzentrum von Moosbach-City mächtig auf den Putz gehauen. Sie wollte die ganze Welt vernichten, bevor es den Meteor tut, weil alles, was wir getan haben, wir haben ihre ganze Welt zerstört, wir haben Mark aufgehalten, das passte ihr gar nicht. Deswegen wollte sie jetzt selber die Welt zerstören, um den Ganzen ein Ende zu bereiten. Doch haben wir sie aufgehalten mit Hilfe von Troy. Und kurz danach ist Amalia aufgetaucht mit ihrem kleinen Flummel. Und sie haben dann von Jördis, die ja den Dimensionsumwandler oder das Linkkabel hatte Imports von ihr gemobst und eigenhändig zerstört. Jetzt bleibt uns keine andere Möglichkeit mehr übrig, als unserem Schicksal entgegenzutreten. Mein Gott, wir werden alle sterben. Ja, ich glaube, eine Chance bleibt uns nämlich noch, nämlich herauszufinden, was Amalia vorhat. Denn sie ist jetzt hier in dem Team Magma Hauptversteck und möchte von Mark noch einen der Schlüsselsteine haben. Ich denke, mit den Schlüsselsteinen meint sie halt wirklich die Steine, die in den Mega-Ringen drin sind, die halt auch die Mega-Entwicklung mit auslösen. Und wir wollen jetzt gerne hinterher. Ich weiß noch nicht, ob wir sie aufhalten wollen, aber ich denke mal, wir wollen bestimmt ein bisschen mitreden. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Ja, wir wollen gerne mitreden. Wir wollen gerne wissen, was los ist. Und ich würde jetzt gerne mal wissen, kann man euch wieder bekämpfen oder steht ihr jetzt nur doof hier rum? Okay, der steht doof da rum. Der schaut... Okay, der schaut zum Bildschirm, aber ich sage mal nein, die hier möchte kämpfen. Okay. Da stehen hier wahrscheinlich noch ein paar rum, die kämpfen möchten. Oder ich habe sie beim letzten Mal, wo ich hier durchgelaufen bin, einfach nicht mitgenommen. Das könnte natürlich auch sein. Man weiß es nicht genau. Weil ich bin ja immer ein bisschen blindlings hier durchgelaufen. Es sieht nämlich ein bisschen danach aus. Level 49? Waren die schon so hoch? Ich glaube nicht, ne? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Hauen wir sie einfach weg. Haben wir mal wieder ein bisschen Action hier und nicht nur immer dieses Standardgekämpfe mit den Hauptpersonen. Finde ich ganz angenehm, wenn wir jetzt mal ein bisschen hier auf den Putz hauen dürfen. Weil sonst wäre es ja kein Pokémon. Was wäre Pokémon ohne Kämpfe? Ein friedliches Pokémon. Ohne Gewalt. Ohne Stress, ohne Krieg, ohne Abgangsbund. Ich hasse dich, Smogok. Ich hasse dich für deinen Abgangsbund. Deswegen mache ich jetzt erstmal ein Schutzschild. Das Wasserbi macht sich ein Schutzschild, damit halt nichts passiert. So, die Matschwamme ging daneben. Jetzt sollte eigentlich der Effekt von Abgangsbund weg sein. Ich habe, glaube ich, irgendwann in den letzten Parts schon mal gesagt, ich habe von Abgangsbund nicht so viel Ahnung. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass es so ist, dass Wasserbi jetzt nicht mit kaputt geht. Dass nur eine Runde wirkt. Oh, es ist noch da. Es ist noch da. Alles in Ordnung. Okay, sie ist zum zweiten Mal besiegt worden. Heißt, es sind wieder irgendwelche, die meinen, sie müssten jetzt umputzen. Okay, dann schauen wir doch mal, ob wir hier wieder durchgefunden kommen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie der Weg war. Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt gegen alle hier kämpfen, die hier sind, weil ich möchte eigentlich nur weiter zu Mark und schauen. Steht vor dem Kühlschrank. Okay. Ja, wir wollen halt schauen, was jetzt die Sache ist, wie es jetzt weitergeht, weil wir müssen immer noch verhindern, dass die Welt zerstört wird. Wir erinnern uns, da war doch was, so ein riesiger Meteor, der droht, auf uns herabzufallen. Das kann nicht gut sein. So. Ich denke mal... Ach nee, genau, da war ja dieses Wissenschaftsding, hier ist Automat, da steht jemand rum, die hier will wahrscheinlich wieder kämpfen. Okay. Dann kämpfen wir halt. Wenn du zu unserem Anführer gelangen möchtest, musst du zuerst mich besiegen. Aber selbst wenn du Himmel und Erde in Bewegung setzen könntest, würde das vergebliches Liebesmüh tun. Was hast du gesagt? Egal. Sie hat irgendwas gesagt, was mit Kämpfen zu tun hat. Das habe ich verstanden. Den Rest weiß ich nicht mehr. Könnte eigentlich mal wieder gucken, ob ich irgendwelche Pokémon rumtauschen kann, weil jetzt die ganze Zeit wieder Wasserbi vorne haben. Ein sehr schnelles Wasserbi. Aber man ist trotzdem schneller, weil es den Schlag einsetzt. Ja. Macht uns aber gar nichts. Knapphammer drauf und kaputt ist der Magmajen. Voll den Schädel zertrümmert. So, Brokkoli erreicht Level 66. Das ist auch das Einzige, was er momentan tun kann. Hochleveln. Und beim richtigen Augenblick zuschlagen. So, ich möchte jetzt kurz gucken. Aber eigentlich ist das ja alles so, wie es sein muss. Hör mal, Wasserbi die ganze Zeit vorne. Okay, lass mir Wasserbi die ganze Zeit vorne. So, da oben links ist ein Teleporter. Und dann hier unten war auch noch einer. Dann gehen wir mal darauf. Und genau, hier war ja der Magma-Anzug. Genau. Dann gehen wir einfach mal stumpf hier weiter. Hi. Dich kenne ich auch noch. Diese Frau von vorhin hat mich besiegt. Aber glaube nicht, dass mir das noch einmal passieren wird. Die stehen bestimmt bei dem
Ja, da am Hafen wollte ich jetzt sagen, da wo das U-Boot stand. Haben die das U-Boot noch? Das würde mich jetzt mal interessieren. Das wunderschöne Kamerupp-U-Boot, was auch überhaupt nicht zerstört aussah oder so. Naja, Brix war dann ja irgendwie zum Endeffekt egal, was für sein U-Boot ist. Ich glaube, das haben die bestimmt noch. Gucken wir einfach mal, ob es da noch ist. Das wäre lustig. So. Sollte ja eigentlich gleich da sein. Ich meine, das war jetzt so der richtige Weg. Hier unten da noch lang? Ist das richtig? Ich bin schon verwirrt. Bin ich jetzt hier gelandet? Okay. Ich weiß schon, wie das funktioniert. So. Und dann darauf. Und dann gehen wir mal darauf. Sind wir wieder hier. Okay, das war der falsche. Also müssen wir den nehmen. Und dann bleibt es das übrig, uns den rechten hier zu nehmen. Hier waren wir doch das letzte Mal nicht. Wo sind wir hier? Ich habe keine Ahnung. Where am I? Ach, da wo ich hin muss. Gut. Das sieht gut aus. Ja. Und Schluss. Die stolze Gewinnerin ist Amalia. Hoppla, das bin ja ich. Mark, Sir. Sie sind unversehrt. Unglaublich, ich, der große Mark, soll gegen eine junge Dame wie sie verloren haben. Blum, blum. Boah, Velina, da freut sich aber wer. Du kommst eben ganz nach deiner Frau Mama. Wir beide sind immer auf einer Wellenlänge. Wer sind sie überhaupt? Ich bin? Gute Frage. Ich habe es im Leben zu nichts gebracht. Nichts ist hier so gelaufen, wie ich es wollte. Wer bin ich also? Ach, lassen wir den Quatsch. Eine Identitätskrise ist das Letzte, was ich jetzt brauche. Hey, Mitch. Steht ja nicht so rum wie bestellt und nicht abgeholt. Los, komm schon rüber. Kindchen, du bist es. Was führt dich hierher? Ist doch klar, er ist eben ein echter Held und echte Helden retten nun mal die Welt. Aber diesmal stand er leider eine Minute zu spät auf der Matte. Ah. Hat sie einfach den Stein geklaut, das gibt's doch nicht. Die ist echt brutal. Vorsicht, Sir. So, dein Schlüsselstein gehört ab jetzt mir. Endlich ist es soweit, Avelina. Flum? Jetzt haben wir alles zusammen. Um Rayquaza herbeizurufen. Damit wäre unsere Arbeit hier getan. Wir machen da mal die Flatter. Mitch, du folgst mir am besten. Auf uns wartet als nächstes der Himmelsturm. Ein Ort, der zu Anbeginn der Zeit versiegelt wurde. Wenn du nicht weiter weißt, dann bitte am besten den ehemaligen Champ um Hilfe. Also dann, los geht's. Flumme! Was für eine Unverfrorenheit. Er stellt diese unruhe Stifterin unser halbes Versteck auf den Kopf und jetzt verschwindet sie einfach wieder. Dieses Verhalten ist unverzeihlich. Interessant. Dass du dich ausgerechnet jetzt hier einfindest, ist wohl kein Zufall, sondern Bestimmung. Wie bitte, Sir? Kalle, bitte gib ihm das hier. Ist das Ihr Ernst, Sir? Ja, das ist mein Ernst. Ohne den Schlüsselstein habe ich keine Verwendung für diesen Megastein. Wie sie meint, Sir. Yes! Kohoi! It's yours! Was ist der Kobberupnit? Kobberupnit. Wenn du einen Korrupt hast, schlage ich vor, dass du es ihm zu tragen gibst. Damit bin ich nicht so in der Lage, eine Mega-Entwicklung auszulösen. Deshalb möchte ich, dass du diesen Megastein nimmst. Das ist leider alles, was ich im Moment für dich tun kann. Diese junge Dame eben hat großes Talent im Umgang mit Drachen-Pokémon bewiesen. Das heißt, sie ist auf keinen Fall irgendein dahergelaufener Trainer. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was sie vorhat. Aber du bist wahrscheinlich der Einzige, der ihr das Handwerk geben kann, Kleiner. Also bitte, kümmere dich an meiner Stelle um sie. Ich wollte gerade was sagen, aber okay, Troy, was ist? Mitch, bist du wohl auf? Verstehe, so ist das also. Der Schlüsselstein, der Himmelsturm, die Meteorianer. Ja, jetzt ergibt alles langsam Sinn. Ich muss so schnell wie möglich mit dir sprechen, um unser weiteres Vorgehen zu planen. Treffen wir uns am besten im ersten Stock des Raumfahrtzentrums. Ich warte auf dich. Also, bis bald. Gut, jetzt kann ich endlich mal Kamerupp unserem Kohol seinen geliebten Kamerupp lieb geben. So, jetzt fehlt uns nur noch einer. Und mir fällt gerade auf, wir haben nur Pokémon dabei,
bis auf Wiebel die Mega-Entwicklungen können. Ah. Na gut, das Spiel wird wahrscheinlich irgendwann darauf hinauslaufen, dass wirklich alle Pokémon eine Mega-Entwicklung haben. Also von daher... Aber man merkt schon, so langsam ist die Mega-Entwicklung nichts mehr Besonderes, weil wirklich fast das ganze Team, das ich habe, hat eine Mega-Entwicklung. Na gut. Was habe ich auch nicht? Da war ich jetzt gerade einen Schritt zu weit gedacht. Aber das hat mich gerade irritiert, weil es ist auch ein... was ist ein Item-Beitrag? Und es hat die Hälfte. Vier Pokémon. Vier Pokémon von sechs. Ein Drittel. Ja, zwei Drittel. Zwei Drittel, Entschuldigung, ein Drittel. Richtig, Matschig, ganz schön. Zwei Drittel unseres Teams ist in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu machen. Jetzt haben wir es auf den Punkt gebracht. Ich glaube, das war ganz gut so. So, Marc, was sagst du denn noch dazu, dass du dich einfach so beklaut hast? Sie hat dich geschlagen, Mann. Das sagt die junge Dame gleich nochmal. Wenn du nicht weiter weißt, dann bitte am besten den ehemaligen Champ um Hilfe. Das sagst du sie doch nicht, wahr? Dann weißt du bestimmt auch, wo du diesen fairen Kill kannst, oder, Kleiner? Ja, mhm. Ja, und jetzt lass mich bitte in Ruhe. Ich muss nur noch einige Sachen besprechen mit Kalle. Ja, Sir. Wieso meinst du? Ja, Kalle. Der Mann, der immer wieder andere Stimmen hat. Ist schon klar. Wieso benutze ich eigentlich nicht ein Fluchtseil? Ich weiß es nicht. Es wäre wahrscheinlich zu einfach, einfach ein Fluchtseil zu benutzen. So, ich habe ja immer noch zwei Stück. Oh, ich darf das hier nicht benutzen. Das ist ja gemein. Na gut, dann gehen wir halt zu Fuß. Ist ja nicht weit. Irgendwie sind gerade die ganzen Magma-Rüppel verschwunden. Kann das sein? Oh ja, sind alle weg. Haben alle freigekriegt. Cool. Das ist aber ganz schön großzügig von dem Markt, dass er einfach mal eine jetzt freigibt, ne? So lobe ich mir das. Und Chef hätte ich auch gern. Nein, nicht alle. Ein paar sind noch da. Nee. Ja, ein paar müssen ja auch da bleiben, um hier halt ein bisschen auf den Laden aufzupassen. So ist es ja nicht. So, dann zurück nach Mosbach City zum lieben Troy. Und schauen wir doch mal, was er denn jetzt für perfide Pläne geschmiedet hat. Also mir ist klar, wir müssen als nächstes zum Himmelsturm. Da ist nämlich Amalia hinten unterwegs, aber das müssen wir ihm natürlich auch noch erzählen. Obwohl, das weiß der eigentlich schon. Der weiß doch alles über uns. Warum sollte er das nicht wissen? Ausgerechnet das. Schauen wir doch mal, was er sagt. Schwingen uns wieder auf unseren Latios. Aber dass sie unseren Schlüsselstein noch nicht geklaut hat, ne? Ich glaube, die mag uns. Und arme Maike, sie muss immer noch auf ihr Rendezvous warten. Die weiß doch gar nicht, dass wir sie einladen wollten zu der, zum Sternschnuppen gucken. Armes Mädchen. Naja, Amalia geht aber erstmal vor. Ein Mädel nach dem anderen. Das klingt schon so ein bisschen gemein, ne? So. Jan, auf zum Troy. Immer noch, ja, okay. Leute sind wieder alle nicht mehr in Panik, das ist schön. Team Magma hat sich von hier auch verpieselt. Wo ist Jördes jetzt eigentlich hin? Ist sie jetzt noch hier? Mitch, ich habe schon auf dich gewartet. Warum hat das so lange gedauert? Ich habe doch keine Zeit. Oh, du alle Spaßbremse. Das haben wir erstmal alles erklärt. Okay, Amalia sprach vom Himmelturm. Zu diesem Ort erhalten nur jene Zugriffe, die das Recht erworben haben, das Wissen der Vorzeit zu erben, es zu hüten und schließlich an die Welt, Nachwelt weiterzugeben. Ja, nur solche Menschen dürfen den Himmelturm betreten. Erinnerst du dich noch an Vasili aus Zenoville? Ja, den kann man nicht vergessen. Dat ass. Dat ass. Verstehe, da bin ich aber erleichtert. Den Hintern kann man nicht vergessen. Oh. Dat ass. Als Leiter von Zenoville sollte Vasili in der Lage sein, das Siegel aufzubrechen, das den Eingang zum Himmelturm verschließt. Er ist nämlich einer jener besonderen Menschen, denen die Aufgabe zugefallen ist, uns nachwährendes Wissen der Vorväter zu vermitteln. Ich werde hier bleiben und gemeinsam mit dem Professor und den anderen einen Plan für unser weiteres Vorgehen austüfteln. Was diese Frau anbelangt, diese Amalia, ich kann ihr einfach kein Vertrauen entgegenbringen. Sie hat mein Linkkabel kaputt gemacht. Deshalb werden wir noch einmal darüber nachdenken, wie wir den Meteor aufhalten können. In Sachen Himmelturm und Amalia verlasse ich mich ganz auf dich. Ich werde mich umgehend mit Vasili in Verbindung setzen, damit er Bescheid weiß und dir hilft. Du solltest ihn bei der Uhrzeithöhle von Stanoville antreffen. Okay. Der Gebel zu Vasili. Besuchen wir mal den Hintern. Den König der Hintern. Den schönsten Arsch, den Höhen je gesehen hat.
Ich hoffe, Camilla wird bei ihm nicht eifersüchtig. Oh boy. Obwohl Vasili ja eigentlich mehr der Typ für Wettbewerbe ist, glaube ich. Und Camilla ja ein richtiges Model ist. So, Chernobyl, das ist hier in diesem riesigen Krater drin, ne? Und die Urzeithöhle haben wir ja auch schon ein paar Mal gesehen. Gucken wir doch mal, was Vasili so sagt. Ob er uns da helfen kann. So. Dann müssen wir einmal auf die andere Seite rüber surfen, weil nur von dort aus kommen wir zur Urzeithöhle hin. Das ist ja ein komisches Thema in der Stadt. Einfach auf die andere Seite rüber schwimmen und dann muss ich da auch schon rum. So. Und dann hier so lang. Ja. Bumm. So. Nee, da hinten muss ich hoch. Genau, da ist die Brücke, da muss ich rüber. Ach, da muss ich erstmal hier hoch und dann muss ich hier hoch und hier erstmal Kiefern laufen. Da sehen wir gleich diesen wunderschönen Baum wieder, den ich total knorke finde. Und Vasili. Fantastisch, das war eine tolle Geschichte. Ja, nicht wahr? Kaum zu glauben. Dieser hochaufregende Baum ist also das Geschenk eines riesengroßen Mannes aus Carlos? Deine Weisheit versetzt mich immer wieder aufs neue in Staunen, Federchen. Tausend Dank. Genug der Schmeichelein, Vasili. Nur keine falsche Bescheidenheit. Also denn? Mitch, willkommen zurück in Chernobyl, Champ. Troy hat mir euch bereits alles erzählt. Du möchtest also zum Himmelturm, was? Der Eingang zur Höhle, der zum Himmelturm führt, kann nur durch ein Mitglied des Volkes der Xenerania. Mithyrianer und Xenerania. Oh Gott, wie viele Völker gibt es denn bitte noch? Na, kommen noch die Altvornerin und die Jedi. Na gut, falsches Spiel, aber man weiß ja nie. Oder durch einen Abkömmling des uralten Volkes der Mithyrianer, die beide seit Menschengedenken in Höhlen leben, geöffnet werden. Der Himmelturm ist eine Stätte der Huldigung für Rayquaza, ein legendäres Pokémon, das auch als Wächter der Höhlenlegion bekannt ist. Doch nur die Mithyrianer wissen, wie Rayquaza am Himmelturm herbeigerufen werden kann. Es ist ihr wohlgehütetes Geheimnis. Von Troy habe ich gehört, dass eine junge Frau namens Amalia aus irgendeinem Grund versucht, Rayquaza erneut heraufzubeschwören. Warum wohl? Das hat er mir leider nicht gesagt. Aber bevor wir hier weiter Zeit verschwenden, mache ich mich besser schon mal auf den Weg zum Himmelturm. Du findest ihn auf einem kleinen Island auf Route 131. Komm nach, sobald du alle nötigen Vorbereitungen getroffen hast. Aber erstmal pudere ich mir meinen Hintern. Okay, wisst ihr, ist völlig in Ordnung. So, können wir eigentlich direkt zum Himmelsturm fliegen? Ich sag Himmelturm, Himmelsturm. Es ist der Himmelturm. Ich sag aber Himmelsturm ab und zu. Obwohl es der Himmelturm ist. Ist egal, er ist sehr groß und ragt bis in die Luft. Können wir den eigentlich von hier aus sehen? Wir fliegen hier so viel rum, wir sehen, glaube ich, nicht mal den Himmelturm. Moment. Ich hole mal eben kurz ein bisschen Anlauf. So, Ripper. Nee, man sieht den nicht. Jetzt muss ich fragen, ich glaube, von hier aus konnte man da hin. Hier müsste der sein. Route 126. Wir gehen mal auf Route 131. Ja, das müsste hier... Entschuldigung. Ah, da ist ein Pokémon. Ah, da ist ein Pokémon. Ich möchte landen. Ja, bitte, bitte. Hilfe, Pokémon. Sie sind überall. Sie sind überall. Ah. Okay. So. Wir sollten von hier aus dorthin kommen. Ich gluck mir mal eben die Karte. Und wir müssen hier, glaube ich, weiter nach rechts. Wir waren schon mal kurz hingeschwommen und kamen dort nicht weiter. Oder war das doch weiter nach links? Das kann auch sein. Ich glaube, es war weiter nach links. Gut, da sind wir falsch geschwommen. Das macht aber gar nichts. Wir halten uns einfach mal ein bisschen weiter oben, dann sehen wir schon die Abzweigung zum Himmelturm. Marmolida, sei ruhig. Whee! Whee! Und das ist hier. Nee, hier ist es nicht. Hier ist ein Dingens hier durch. Ah, hier. Hier ist es. Hab's gefunden. Das ist ein Plipper. Hallo Plipper, dich habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. So, dann fliehen wir mal eben von dem Plipper. Setzen uns hier an Land. Lichten den Anker. Sehen dort Vasili. Und was genau Vasili jetzt uns zu sagen hat, das werden wir erst im nächsten Part erfahren. Ich danke euch fürs Zuschauen.
Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ich bin gespannt, was im nächsten Part von Pokémon Omega Rubin uns hier erwartet. Und wie das Ganze jetzt mit Rayquaza vonstatten geht. Und was hier eigentlich passiert. Und ob wir diesen Meteor aufhalten können, der bedroht, die Erde zu vernichten. Also, bis dann!